Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in der, wie hieß die schnell, Combat Zone, glaube ich, ne? Sollen die erkunden. Irgendwie gibt es im Hintergrund haufenweise Geschrei und so. Combat Zone, this way. Ja, okay, ja, was? Ach so, verstehe, das ist eine Arena. Ah, so ist es. Und was ist mit euch? Warum seid ihr denn gefesselt? Okay. Ach du Heilige, warte, was gibt's hier? Verbessert, das kann man das schon lösen? Ich weiß, ich bin furchtbar schlecht in sowas, aber ich hoffe, dass es geht. Watched. Dings. Exactly. Vielleicht das hier? Ne, war klar. Matches? Nein, das? Jawohl, bingo. Ja, Sicherheitstürsteuerung, bitte. Max Look, Sicherheitstürsteuerung, Steuerinterface. Status verriegelt, Tür öffnen. Sicherheitsschloss freigegeben, Türen werden geöffnet. Perfekt. Und tschüss. So, ihr armen Schweine. Was haben wir hier? Experte, das steht nicht gehen. Bleirohr. Kaffeekanne wieder. Die armen Schweine. Verzieh dich. Hey. Was? Du bist hier, um dir Freunde zu machen? Dann rein mit dir, keine Frage. Schickes Outfit. Hast du dich im Dunkeln angezogen? Ja. Vorkriegsgeld. Noch mehr. Und das war's jetzt, oder was? Das bissl. Ja gut, der Tresor dann für später, ne? Der halt für später. Aha, da oben ist wahrscheinlich der Chef. Was schon? Ihr habt hier nichts verloren! Zerleg die Schlampe! Was? Das sind Raider? Alter! Okay. Weg mit dir. Okay, das war... Huch! Das war nicht der Plan dahinter. Ich dachte, das ist so eine Kampfarena, ne? Dass man da sich irgendwie beweisen kann, sprich mitmachen kann und so. Nö. Dem ist nicht so. Die Piper knallt mir alles weg. Schau, erwisch ihn nicht. Hab ihn erwischt? Alter, du Arsch. Jetzt aber. Wow, ich muss mal da rein. Das Essen wäre nicht schlecht. Boom hat's gemacht. Na, komm schon. Kann man das so schlecht treffen? Das ist ja echt übel. Das ist nicht der Ernst, oder? Au! Arschkopf. Muss ich doch gleich die Waffe wechseln, ne? Würstel. Alter. Ja, geht doch. Herrschaftszeiten. Wo ist sie denn? Hey, da draußen ist was. Jawohl! Hey, sie sind hier! Und jetzt?
denen haben wir es gezeigt. Jawohl. Ist jetzt Ruhe? Meinst du, das war schon mit denen? Tatsächlich. Wir wollen keinen Ärger. Zumindest nicht noch mehr. Schau doch einfach mal nach oben, verdammter Feigling. Zum Teufel damit. Ich bin zu schön, um so den Löffel abzugeben. Okay. Hey, seid ihr dann fertig damit, euch gegenseitig umzubringen? Auf ja. Seiten des Käfigs. Eigentlich schon. Ich wollte es gerade so eigentlich bist nicht, du jetzt aber. Fertig damit, hier alles zu zerlegen? Ja, ich räume hier nur die Leute noch schnell aus. Und so? Warum kommst du nicht hier rüber? Und gleich. Zeigst uns, dass du uns nicht tun willst. Gleich. Kommt sofort. Schau, da oben ist normal noch jemand gestorben. Ist. Wir waren die ganze Zeit über auf eurer Seite. Ne, und ich gehe da einfach mal seelenruhig dahin, ne? Denk mir nichts also, Schlechtes. Sollen wir das wie zivilisierte na. Leute klären? Oder willst du mir mein Theater noch in der Sicht ja, das ist wieder typisch halt ich, ne? Das hey, so kennt man mich eben. Seid ihr dann fertig damit, euch gegenseitig umzubringen? Ja, halt die Klappe, ich komm gleich. Meine Güte, da musst du immer 30 Mal dasselbe sagen. Da ist hey, auch noch wer gestorben. Seid ihr dann fertig damit, euch gegenseitig umzubringen? Ja, ha, ich nehme nur das Zeug mit, habe ich doch gerade gesagt. Unhöflich. Oh, das geht. Nein, so nicht. So auch nicht. So vielleicht. Ja. Das wär's. Fusionskern. Sehr schön. Sehr schön. Also, sehr, sehr schön. Sollen wir das wie zivilisierte Leute klären? Nein. Oder holen Sie mir mein Theater noch ein bisschen zerstören? Ja. Ah, das ist dein Theater. Okay. Schau, so ein Theater. Egal, wer da draußen ist. Wir waren die ganze Zeit über auf eurer Seite. Ja, ja, ist schon gut. Ich komm schon. Bin schon unterwegs. Schau, egal, wer da draußen ist. Wir waren die ganze Zeit so, über auf eurer Seite. So, da ist noch so ein Opfer. Ist da sonst noch also, wer gestorben? Sollen wir das wie zivilisierte Leute klären? Ja, oder sollen wir. Oder willst du mir mein Theater noch ein bisschen zertrümmern? Nein. Der macht sich Sorgen, ne? Hey! So, die Alte da ist auch noch weg. Gegenseitig umzubringen. So. Und hier drinnen noch. Bist du jetzt fertig damit, hier alles zu zerlegen? Ja, was hast du denn? Naja, das hätte auch schlimmer ausgehen können. Weiß nicht. Von meiner Position aus sah mir das recht beeindruckend aus. Bist du verdammt nochmal high oder was? Warum frage ich das überhaupt? Natürlich bist du das. Ich war ja trotzdem am Gewinnen, oder? Du bist ausgelaugt und wirst langsam schluderig. Natürlich musst du dir darum jetzt keine Sorgen mehr machen. Offenbar hat der Spaßvogel hier uns gerade arbeitslos gemacht. Bin mir nicht sicher, ob ich dich küssen oder dir mein kleines Vögelchen hier auf den Hals hetzen soll. Ich hab dir doch gesagt, dass du mich nicht mehr so nennen sollst. Alter, was ist los mit euch zwei? Was ist das für ein Ort? Nicht mehr im Geschäft. Scheinbar in Schwierigkeiten. Habe euch das Leben gerettet. Was ist das für ein Ort? Was ist das für ein Ort? Bist nicht aus der Gegend, was? Das Nein. ist das Combat Zone. Ja. Die beste Arena im Commonwealth. Kate hier ist unsere Hauptattraktion. Mehr als 100 Kämpfe unbesiegt. Boah. Früher bedienten wir anständigere Kunden. Aber vor rund 2 Jahren kam eine Raiderbande an. Und wir wurden ein exklusiveres Etablissement. Mhm. Zumindest bis du unseren gesamten Kundenstamm aus dem Genpool entfernt und uns arbeitslos gemacht hast. Es war ja keine Absicht. Was soll ich machen, indem ich da angreifen? Nicht mehr im Geschäft. Scheinbar in Schwierigkeiten habe ich euch das Leben gerettet. Eigentlich habe ich euch das Leben gerettet, denke ich, oder? Ich habe euch das Leben gerettet. Dafür solltet ihr mir danken. Danken? Dafür, dass du unseren Unterhalt ermordet hast? Tut mir leid, dass wir vor unserem Heiland nicht auf die Knie fallen. Ja. Das waren nicht die freundlichsten Jungs. Aber diese Idioten zu unterhalten hat immerhin unsere Miete bezahlt. Zur Hölle mit denen! Da werden schon neue kommen. Braucht nur eine kurze Verschnaufpause, dann bin ich wieder bereit. Eine Verschnaufpause? Was? Damit du dir noch mehr Dreck in den Arm schießen kannst? Nein, nein. Weißt du was? Ich glaube, das war ein versteckter Segen. Du hast das Ende des Kampfes ja gesehen. Was hältst du von Kates Arbeit? Warum? Ich habe es nicht gesehen. Habe bessere gesehen. Kate hat Talent. Ich frag mal blöd nach, warum?
Warum fragst du? Sieh es als berufliche Neugier. Mhm. Also, was hältst du von dem Kampf? Sie hat Talent? Sie hat zweifelsohne Talent. Siehst du? Gibt doch noch Leute, die Qualität erkennen, wenn sie sie sehen. Es sind nicht deine Kampfqualitäten, um die ich mir Sorgen mache. Also, das ist mein Problem. Ich habe plötzlich keine Zuschauer mehr. Keine Zuschauer heißt keine Einnahmen. Und wenn du mir keine Kronkorken verdienst, Vögelchen, bist du kein Aktivposten. Dann bist du eine Belastung. Für mich. Und für dich selbst. Also, ich hätte mir Folgendes gedacht. Mhm. Wie wäre es, wenn du ihren Vertrag übernimmst? Sie begleitet dich, passt auf dich auf. Schau, du würdest mir einen Gefallen tun, während ich hier alles wieder auf Vordermann bringe. Was meinst du? Ich? Und die? Ja, wir haben beide Sommersprossen. Ich finde, wir passen super zusammen. Warum? Kates Gedanken, kein Interesse, klar. Ja, fragen wir mal. Willst du, dass sie mich begleitet? Ja, Tommy. Warum zur Hölle willst du mich unbedingt loswerden? Vielleicht denke ich einfach, du hättest dir eine Auszeit verdient. Bei euch beiden habe ich irgendwie ein gutes Gefühl. Also, was meinst du? Klar, nehme ich sie mit. Klar, ich könnte jemanden brauchen, der auf mich aufpasst. Gut, dann ist das geklärt. Und hier, nimm das. Das sind die Einnahmen des letzten Kampfes. Bezahlung für den Kammerjäger. Jetzt mal langsam. Was genau willst du ohne mich hier anfangen? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich richte diesen Ort wieder her. Vielleicht für eine weniger blutige Kundschaft. Und jetzt verschwinde endlich von hier. Du hast hier nichts mehr verloren, Vögelchen. Du bist ein echter Drecksack, weißt du das, Tommy? Das musst du mir nicht erst sagen. Dann musst du wohl zu mir kommen, wenn du aufbrechen willst. Ja, ja, machen wir dann. Gut, und nun? Sind wir hier fertig. Schaut aus, fix und fertig. Gut, dann können wir eigentlich schon die nächste angehen. Die nächste Questeline. Die nächste Questeline. Ich würde sagen, sprich mit Bobby, untersuch das Museum der Hexerei. Vielleicht, würde ich sagen. Schauen wir mal. Wo uns das denn hinführen tut. Da oben. Da oben. Ach, du liebes bisschen, da müssen wir ganz schön weit reisen. Was hält man denn noch sonst im Angebot? Sprich mit Bobby. Ist das vielleicht sogar schlauer? Das wäre nämlich in Good Neighbor, glaube ich. Ja, ja. So ist es. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder dahin. Ach so. Natürlich, du kannst von diesem Ort aus nicht schnell reisen. Ist logisch. Ist ganz logisch, denn wir müssen zuerst das Gebäude verlassen. Na bitte. Dann würde ich sagen... Oh, da haben sie aber eine hübsche Küche. Fein, würde ich sagen, ich gehe dann mal. So. Ach ja, ich wollte ja eigentlich noch den Stall bauen, ne? Für unser Rindviech. Mal schauen. Ich spreche jetzt mal mit Bobby. Schau mal, wie weit wir da kommen tun. Wenn sich's eine, also wenn es eine brauchbare Questreihe ist, dann machen wir die weiter. Wenn nicht, dann können wir immer noch uns an den Stall machen. Auf jeden Fall möchte ich gern, ja, den Stall im Let's Play probieren zu machen. Also machen wir mal das Baumenü. Das Baumenü sieht, vielleicht werde ich mir das aber auch aufsparen, wenn ich das DLC-Geschichte habe. Wäre vielleicht sogar schlauer, weil wir dann mehr Auswahl hätten. Ich glaube, das werden wir eher so machen. Ich glaube, ich werde mehr auf Auswahl gehen. So, also, Good Neighbor. Hui, hui, hui. Und los geht's. Dam, dam, dam. Dam, 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 dam. Ja, dann bauen wir nämlich einen hübschen Stall für unsere Kuh. Und ich hoffe, ja, ich habe keine Ahnung, was man noch braucht. Man muss auf jeden Fall jemanden dafür zuteilen, einteilen. Good Neighbor, was? Willst du Hai oder erstochen werden? Hai.
Bitte, wenn wir uns das wirklich aussuchen dürften. So, jetzt muss ich schauen. Also mal da lang. Dann war das schon verkehrt. Hier rein? Nein. Hier rein, hier lang. Ah. Jetzt hey, haben wir's. Du, wie komm ich nicht auf? Suchst du Arbeit? Was für eine Art? Was für eine Art von Arbeit? Gute Arbeit. Unter der Aufsicht der besten Chefin, die du je haben wirst. Wenn dir etwas körperliche Arbeit nichts ausmacht und du nicht zu viele Fragen stellst, bist du dabei. Ich gebe dir 50 Kronkorken, wenn du den Job annimmst. Interesse? Super, nämlich, weil da sieht man mal, was ein bisschen körperliche Arbeit alles anstellen kann. Da fällt dir gleich mal die Nase weg und das Gesicht wird auch ziemlich verschrumpelt. Also ich weiß nicht, ob das eine lukrative Arbeit für uns ist. Aber so ist, schau mal die Bezahlung da ist doch und mehr so. Drin. Dann 100 direkt auf die Hand. Schön. Ah, jetzt ist es schon so. Mehr Informationen. Ich brauche schon etwas mehr Informationen. Ich arbeite an einem Projekt. Schön. Einem sehr großen. Wenn die falsche Person davon erfährt, könnte es mich in ernste Schwierigkeiten bringen. Es ist also etwas Diskretion gefragt. Ich habe hier ein wackeliges Kartenhaus aufgebaut, verstehst du? Dann mach lieber schnell das Tor hier zu, nicht dass der Windhauch alles zerstört. Wohin muss noch das ist ein schlechter Deal. Glaub mir, später bekommst du noch deutlich mehr. Nimm einfach die 50 Kronkorken. Was? Jetzt habe ich's verhaut? Nein. Na gut. Bin dabei. Genau das wollte ich hören. Gehen wir rein. Och Mist. Ich erzähl dir, worum es geht. Ich hätte es mir die 100 lassen sollen. Hier liegt nichts rum. Gut, dann gehen wir rein. Poppys Wohnung. Ja, wir gehen jetzt zu Poppy Singer. Wie schon einmal vor ein paar Parts erwähnt. Wir sind jetzt bei Supernatural. Sam und Dean sind gerade auf Mission. Und ja. Und nun, was machen wir? Sarkastisch? Nein, ja. Was machen wir? Sagst du mir jetzt, was wir eigentlich machen? Wir ziehen einen Job durch. Fette Beute. Holen uns ein paar Sachen, die rein technisch gesehen noch nicht uns gehören. Das war's? Nicht meine Angelegenheit. Riecht nach Ärger. Klingt ehrgeizig. Das war's? Wenn du willst, dass ich für dich arbeite, dann brauche ich mehr Infos. Ich sag dir, was du wissen musst, wenn es soweit ist. Na toll. Im Moment musst du nur wissen, dass ich dir eine Aufgabe geben werde, die du erfüllen wirst. Du wirst ein bisschen graben. Graben? Und nach was nach bitte? Was buddeln wir? Vergrabenen Schätzen? So könnte man es nennen. Und nun mal im Ernst. Genug jetzt mit den Fragen. Die anderen beiden sind schon da unten und graben. Hilf ihnen ein bisschen, okay? Die anderen beiden. Ach, sie ist Poppy. Okay. Ja. Okay. Nehmen wir das mit, scheint keiner zu brauchen. Was hast du vor? Ich bin mir gerade selber nicht so sicher, was ich da machen soll oder vorhab. Ja. Ich hoffe einfach mal das Beste. Haben wir hier noch was? Eine Glühbirne. Schön. Da, Schraubenzieher. Das war's schon wieder, oder was? Jupp, jupp. Wie gesagt, ich bin mir selber nicht sicher, was ich da mache. Boah, ne, überall sind da die Decken eingestürzt. Tür schließen. Da können wir was aufsperren. Ach so, das Terminal. Oder wie? Ja. Oder? Geht's nicht? Verbessertes Entsperren. Scheint gerade ein Problemchen zu sein. Will nicht.
Warum denn nicht? Will einfach nicht. Vielleicht später. Vielleicht später. Dann würde ich sagen, hui. Und dann gehen wir da runter, ne? Gehen wir halt ein bisschen buddeln. Aber nicht ohne einen Zementsack. Den kann man immer brauchen. Oh nee, ich bin schon überladen. Hallo? Piper? Da ist sie. Hey, sag einfach Bescheid. Du musst mir tragen helfen. Wahrscheinlich der Zementsack ist so schwer. da habe ich mir glatt einen Bruch. Das Zeug kannst du mal haben. Bleirohr, das kannst du auch haben. Dann. Nein, das hat eh kein Gewicht. Das kannst du haben. Die hat eh fast kein Gewicht. Das nimmst du mit. Das auch, das auch. Dann die Kochplatte, diesen Schlüssel hier. Wow, da haben wir 16 Stück. Echt, wahr? Ach so, warte, 15 müssen dann, ne? So. Alter Schwede. Ah, da siehst du schon... Nein. Ja, ist wurscht. Da siehst du eigentlich, was sich das schon bringt, ne? Nein, warte. Das bringt sich schon richtig viel was. Dass wir das so geskillt haben mit mehr... Also mit dem mehr tragen können und so. Lalala. Radkappe. Raiderleder. Das kommt alles weg. Die ganze Rüstung. Das kommt weg. Das und das. Der ist nicht so schwer. Das geht. Die können wir wegtun. Das können wir wegtun. Den auch. Zigarrenkiste. Die ist nicht so schwer. Da können wir zwei weg. Ah, okay, sie ist voll. Voll. Ja, genau. So, passt. Dann gehen wir weiter. Auf Graben. Was wartest du noch? Auf bessere Zeiten. Oma. So. Ist da noch was drin? Nein. Hier, Dosen. Ganz wichtig. Die brauchen wir unbedingt. Zum Recyceln. So, also rein da. Tür öffnen. Grüß eigentlich. Wahrscheinlich sind da alles voll mit Monster und so, ne? Die Grabung. Okay, schauen wir da mal rein. Na, das... Hoffentlich geht das gut, ne? Was uns hier wohl erwartet. Wahrscheinlich wieder mutierte Maulwürfe. Mich würde es nicht wundern. Hey, ich glaube, wir kommen endlich durch. Willst du sehen, was auf der anderen Seite ist? Nein. Meinst du, Bobby bezahlt uns diese Woche? Ich weiß es nicht. Wirkt langsam wie eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Ja. Lass uns reden. Da ist alles voller Meierlöks. Scheiße! Bobby kann sich den Auftrag sonst wohin stecken. Viel Glück da unten. Neue. Danke. Ich hab's ja gewusst, dass hier schon wieder scheiße ist, ne? So, du mal trotzdem speichern. Vielleicht haben wir Glück. Toll, wieder diese depperten Käfer. Vielleicht reicht's, wenn ich ein... Wir sind hier nicht allein, so. Einholen kann. Au! Na los, hau drauf! Die Machete ist halt echt schlecht, ne? Alter! Triff! Na, da trifft sie natürlich nicht. Alter, die Machete ist echt schlecht eigentlich.
Also, vom Damage her, ne? Jetzt ist die Frage, ob ich mich mit einer anderen Waffe leichter tun würde. 21 Schaden, Geschwindigkeit, Mittel. Ist eigentlich am besten so. Zuerst mit der Schrot. Vielleicht. Boom. Was war das? Boom. Alter. Alter Schwede, ne? Habe ich nicht getroffen, oder was? Okay, da können sie nicht durch, oder wie? Was? Der erste ist hin. Hallo, geh rückwärts. Was? Der ist auch hin. Und der dritte? Boah, ne, die blutet da ganz schön. Scheiße. Du Feigling. So eine feige Nudel. Nein, verdrücke ich mich dreimal. Du sollst nachladen. Will er nicht. Ach so, wegen. So, jetzt. Grausliches Viech. Boom. Schau, voll daneben. Was? Jetzt ist er hin. Blödes Mistviech, echt. Hat auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Ja. Aber es war noch eine leichtere Quest. Und da sind natürlich Eier. Die sind geschlüpft. Das haben die nicht gesehen, oder wie? Nein, das Wasser trinke ich sicher nicht. Das wäre schön, wenn ich es aufbewahren könnte. So, die Pilze nehmen wir auch mit. Irgendwas tut das so komisch. So, leuchtender Pilz. Hier ist dann alles gut. Aluminiumkanister. Noch so ein leuchtender Pilz. Die Farbe ist schön. Die macht sich super im Salat. Oder gebraten. Mm. So, die nehmen wir auch mit, die Eier. Da können wir Eierspeis draus machen. Mm. Köstlich, köstlich. So, gibt es hier noch was? Nö, da drüben. Ne. Das ist außer Betrieb. Metallkiste ist nichts drin. Was? Dann sind wir hier auch schon fertig. Im Schrank ist auch nichts. Dann können wir schon wieder abhauen. Komm. Gnädigste. Können wir schon wieder gehen. Alle, hopp. So weiter, sofort ist hier eh nichts. Ne? Pilz haben wir mitgenommen. Da drüben ist nur so eine komische Leiter. Und hier ist auch nichts. Nein. Passt, können wir wieder gehen. Was ist in meinem Tunnel los? Ungeziefer, meine Gnädigste. Kein Plan. Sarkastisch, sie sind weggerannt. Ja, diese Käferviecher eben. Der Raum war voller Meierlurks. Immerhin hast du dich besser geschlagen als diese Nichtsnutze. Tja, und du bist geblieben. Schätze also, dass du befördert wurdest. Du bist jetzt mein neuer Waffenexperte. Ich glaube, wir brauchen nur noch einen Typen. Ist ein alter Freund. Er wird einen ordentlichen Anteil wollen.
Aber wir haben ja gesehen, wo das hinführt, wenn ich beim Personal spare. Wer weniger Geld? Ich traue dir nicht. Was muss ich tun? Nein, um wen handelt es sich? Wer ist dieser Typ? Er ist genau der Richtige, um die Sache zu beschleunigen. Mag technische Spielereien, Geld und sonst eigentlich nichts. Zuerst solltest du aber sehen, auf was wir eigentlich aus sind. Ich muss ein paar Dinge in Diamond City erledigen. Geh rüber zum Nudelladen dort. Wir treffen uns da, wenn ich fertig bin. Mhm. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir gehen da mal weg. Die Quest scheint brauchbar zu sein. Ja, gnädigste, lass mich mal vorbei. Hallo. Dann verlassen wir schnell das Gebäude hier und porten uns nach Diamond City. Dann geht es ja dort gleich frisch fröhlich weiter. So, also hier einmal rauf. Und hier raus. Na fein, das lief ja gar nicht mal so schlecht. Und Level 12 haben wir auch bald. Ich freue mich. Also ich freue mich schon drauf. So, da sind wir schon draußen. So, normalerweise dürfen wir uns jetzt hier schon porten, denke ich mal. Also, auf nach... Ach du Heilige. Diamond City, warte. Hier irgendwo, da. Gut, hin damit. Zum Nudelstand, sehr schön. Das war, glaube ich, ziemlich der erste Stand, glaube ich. Oder war das dort, wo Cotsworth mit dem Roboter gequatscht hat? Das kann sein. Das dürfte sich vielleicht noch ausgehen heute. Und wie gesagt, im nächsten Part können wir mal schauen, wie wir hier jetzt weiterkommen, wie es weitergeht, ob man, wie gesagt, ob es sich hier um eine brauchbare Quest handelt. Neueste Ausrüstung. Aha, für sie. Zu ihrer Arbeitsding müssen wir. Ja, schau! Bist du dir sicher? Ich bin kein normales Mädchen. Mein Liebes, du bist perfekt. Ich wünschte nur, ich hätte es früher gemerkt. Dann ernenne ich euch hiermit Kraft meines Amtes zu Mann und Frau. Aber jetzt nicht im Ernst. Du hast mir bei einer sehr wichtigen Entscheidung geholfen. Danke. Ich ja, glaube, gerne. Ich verstehe jetzt, was Liebe ist. Ja, gerne. Oh. Oh, ist das niedlich. Boah, ist das niedlich. Ich mag sowas. So, wo sind wir hier? Genau, da müssen wir zuerst rein. Dam-di-da, dam-di-da. Oh, niedlich. Die zwei haben geheiratet. Oh, da können wir was mitnehmen. Das ist ja schön. Also her mit dem Zeug. Nehmen wir alles mit. So. So. Perfekt. So, tada, tadam, tadam. Das ist mal eine alte Druckerpresse, oder? Hallo? Nett. Ah, das ist... Sie ist besser erhalten als erwartet. Ihre Tochter, oder was? Schmutziges Wasser, perfekt. Können wir endlich wieder kochen. Hey, Kumpel. Hallo. Hey, du. Das Interview mit Piper verkauft sich wirklich gut. Hier ist dein Exemplar. Danke. Blick aus dem Vault. Teil 1, 2 und 3 hinzugefügt. Im Inventar? Vielleicht? Unter Diverses vielleicht? Tatsächlich, schauen wir mal. Rein. Blick aus dem Vault. Teil 1 von Piper Wright. Weiter. Immer wenn ich einen Spaziergang durch Diamond City mache, sehe ich viele Dinge, für die ich dankbar sein sollte. So denken zumindest viele hier. Sauberes Wasser, funktionierendes Licht, Strom, Sicherheit. Es ist schon richtig, dass viele hier vor ein paar Jahrzehnten
noch undenkbar, noch undenkbar gewesen wäre. Aber dabei vergessen wir nur allzu schnell, dass wir trotz unseres Fortschritts noch immer in einer Welt leben, die nur ein Schatten der Welt vor dem Krieg ist. Eine Welt ohne Strahlung, ohne Supermutanten, ohne wilde Ghule und Synths. Aber wie es der Zufall wollte, habe ich Alexandra getroffen. Ein Vault-Bewohner, jemand, der das Commonwealth zum ersten Mal erlebt. Was würde sie wohl dazu sagen, wie weit wir es gebracht haben? Ist Diamond City das große grüne Juwel, für das wir es immer halten? Nein, also nicht wirklich. Bevor wir auf diese Frage eingehen, müssen wir wissen, wer Alexandra ist. Wo kommt sie her? Zu meiner Überraschung hatte sie nicht viel zum Leben im Vault zu sagen, denn sie hat keine Zeit damit verbracht, auf eine vereiste Scheibe... da sind halt ein paar Sachen, ne? Männlich, weiblich, ohne Ü-Pünktchen und so weiter, ne? Denn sie hat ihre Zeit damit verbracht, auf eine vereiste Scheibe zu starren, jeden Tag. 200 Jahre lang. Ganz richtig. Alexandra stammt nicht nur aus einem Vault, sie gehört zu den ursprünglichen Bewohnern. Sie hat die gesamte Zeit im Kälteschlaf verbracht. Fortsetzung Teil 2. Supi. Das sind dann unsere Fragen, ne? Dann schauen wir gleich mal weiter. So geht das mit dem Lesen. Da muss ich noch ein bisschen was nachholen. Blick aus dem Vault. Teil 2 von Piper Wright. Fortsetzung von Teil 1. Also, was hat Alexandra nach dem ersten Anblick von Diamond City zu sagen? Ganz ehrlich, zu sehen, wie ihr hier draußen überlebt und alles neu aufbaut, das gibt mir Hoffnung. Hoffnung. Wann hat das letzte Mal jemand in unserer Stadt von Hoffnung gesprochen? Abgesehen natürlich von Politikern, die auf Stimmenfang für die nächste Wahl waren. Aha, das ist immer noch so, ne? Das wird sich scheinbar nie ändern. Und an der Mauer leere Versprechungen gemacht haben. Aber Alexandra hat sich von dem Zynismus unserer seltsamen Welt nicht anstecken lassen. Das ist umso erstaunlicher, wenn man den Grund kennt, weshalb sie ins Commonwealth gekommen ist. Alexandra hat nämlich einen Sohn, Sean. Und obwohl ein Vault recht sicher ist, konnte dennoch jemand eindringen und Sean entführen. Jetzt ist Alexandra bereit, alles zu riskieren und wagt sich dabei in unsere seltsame und oft fremdselige Welt, um Sean aus den Fängen seiner Entführer zu befreien. Oh, schön geschrieben. Wir alle kennen die Gerüchte um die verschwundenen Personen in Diamond City. Der beschämte Blick, wenn wir Trauernden begegnen und dabei der Mauer danken, dass es dieses Mal nicht uns getroffen hat. Es gibt 1000 Möglichkeiten, im Commonwealth zu Tode zu kommen. Warum sollte man sich da um Entführungen scheren? Ja, warum nur? Fortsetzung in Teil 3. Alter Schwede! Und Teil 3, dann ist auch der Part zu Ende. Blick aus der Vault, aus dem Vault, Teil 3 von Piper Wright. Fortsetzung von Teil 2. Es ist leicht, dem Verschwinden von Menschen mit Zynismus zu begegnen. Wir wissen schon so lange, dass das Institut irgendwo da draußen ist, aber kaum sonst etwas. Sie sind nicht die einzigen, die für die Entführungen verantwortlich sind, aber die Tatsache, dass wir nichts unternehmen können, um sie aufzuhalten, lässt uns alle Opfer dieser Entführung als hoffnungslose Fälle sehen. Aber die, die zurückbleiben, geliebte Menschen, Freunde, Nachbarn, die Entführten vielleicht nie wiedersehen werden, sie können nicht einfach wegschauen. Sie tragen diese Last mit sich, auch wenn ihnen alle anderen sagen,
dass sie die Sache vergessen und ihr Leben weiterleben sollen. Ich habe Alexandra gebeten, Diamond City etwas zu sagen, um uns eine neue Sicht darauf zu eröffnen. Was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren und um uns zu zeigen, wie sie sich fühlt. Vielleicht sollten wir uns auf gewisse Weise alle so fühlen. Vielleicht haben wir vergessen, wie man richtig auf eine menschliche Tragödie reagiert. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. So, Alexandra, man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird oder zumindest die Wahrheit erfährt. Ende. Sehr schön. Schön geschrieben. Wann hat sie das denn gemacht, bitte? Wenn sie die ganze Zeit mit uns unterwegs ist. Und wer bist du eigentlich, Kleine? Hey, Nat. Ich muss Zeitungen verkaufen, Lady. Ah, verstehe. Alles klar. Boah, Piper, das hast du echt schön gemacht. Ach ja, das sollte ich eigentlich auch mal lesen, ne? Die synthetische Wahrheit von Piper Wright. Nudeln. Was? Nudeln? Wir alle essen sie. Wir alle lieben sie. Oh ja. Und Power Noodles ist schon seit 15 Jahren eine feste Institution in Diamond City. Von Takahashi steifem, mechanischen Japanisch über den intensiven Geruch jeder Schüssel bis zu jedem feurigen Bissen. Der Genuss von Nudeln ist eine der großen menschlichen Erfahrungen, die jeder kennt. Oder etwa doch nicht? Genau diese Frage kam in mir auf, als ich letzten Mittwoch gegen 17 Uhr am Tresen von Power Noodles saß und mein Abendessen zu mir nahm, wie schon so viele Male zuvor. Dann sah ich, wie Bürgermeister sich auf einen Stuhl setzte und exakt das gleiche Ritual begann. Die rechte Hand streckte sich vor, der Mund öffnete sich, kauende Zähne. Ja, er aß Nudeln, eine Erfahrung, die fast jeder Bewohner von Diamond City kennt. So muss es auch Bewohnern in Diamond City vor fast 60 Jahren vorgekommen sein, als sie an einem ungewöhnlichen warmen Abend im Mai 2229 um genau diesen Tresen herum saßen. Aber das war die Zeit vor Takahashi und seinen Nudeln, als es in der Bar statt Nudeln eiskalte Nuka-Cola, schaumiges Bier und kräftigen Whisky gab. Der Name des Barkeepers war Henry und auch in dieser Nacht verhalf er den Gästen zu den großen menschlichen Erfahrungen des Trinkens, Rauchens, Redens und Lachens. Aber dann kam es zu einer Tragödie. Es gibt nicht mehr viele unter uns, die alt genug sind, um sich an diesen Abend zu erinnern. Einige der Ghoul-Bewohner hatten sich etwas dazu sagen können, waren sie dank dem Bürgermeister, ich lasse den Namen jetzt aus, Anti-Ghoul-Gesetz von 2282 nicht gewaltsam aus der Stadt vertrieben worden. Aber es gibt noch eine Person unter uns, die sich genau an diese Ereignisse jenen Abends erinnerte. Die hoch angesehene Matriarchin. Oh Gott, wieso haben die alle solche Namen? Haut from, die uns ihre Geschichte in einem exklusiven Interview erzählte. Oh ja, ich war da, hab an der Bar gesessen, so wie du jetzt vor mir sitzt. Ich war 22 und wollte einfach ein bisschen Spaß haben. Hinter der Mauer war ich in Sicherheit. Wir alle waren das. Also, was sollte schon passieren? Und eins kann ich dir sagen, dieser Mr. Carter hatte es einem echt leicht gemacht. Er war an diesem Tag in die Stadt gekommen, meinte, er käme irgendwo aus dem Westen, war nicht wirklich wichtig. Viel wichtiger waren sein Grinsen, sein Lachen und seine Art, durch die sich jeder sofort locker und entspannt fühlte. In dieser Nacht haben wir uns in der Bar irgendwie alle um ihn gedrängt.
Jeder wollte mit ihm reden oder etwas über den Zustand des Commonwealths erfahren. Und Mr. Carter kümmerte sich um jeden von uns. Es war wunderbar und dann auf einmal war es schrecklich. Eustanz, ich denke mal, es wird so gesprochen. Ne? Fiel es sichtlich schwer, die Geschichte über diesen Abend fortzusetzen und den Moment, in dem alles anders wurde und die Wahrheit über Mr. Carter ans Licht kam. Wir hatten so etwa 3 Stunden geredet und getrunken. Mr. Carter hatte da vielleicht 4 oder 5 Drinks intus. Er schien etwas bedrungen zu sein, so wie wir alle. Und dann passierte es. Er lächelte und dann verschwand sein Lächeln plötzlich. Sein Gesicht fing an zu zucken. Es sah irgendwie sehr komisch aus. Ich erinnerte mich noch ganz genau daran, als wäre es gestern gewesen. Er griff in seinen Mantel, holte einen Revolver heraus und bäm, er schoss Henry, den Barkeeper, direkt in den Kopf. Er zögerte nicht, er zeigte keinerlei Gefühlsregung. Mr. Carter hat Henry so beiläufig getötet, als hätte er einen Drink bezahlt. Aber sein Gesicht zuckte immer weiter und dann war die Hölle los. Als kam, das kann ich dir sagen. Was Eustanz hier beschreibt, ist natürlich der berüchtigte Vorfall, der zwischen der zerbrochenen Maske bekannt war. An diesem Abend erfuhren die Bewohner des Commonwealths zum ersten Mal, dass das Institut, eine geheimnisvolle Wissenschaftsorganisation, die für die Entwicklung von Kampfdrohnen verantwortlich ist, ein so fortschrittliches Modell gebaut hatte, dass es sich in der menschlichen Gesellschaft bewegen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Das Institut hatte seine Androiden irgendwie zu synthetischen Menschen weiterentwickelt, Synths. Nachdem er Henry erschossen hatte, feuerte Mr. Carter noch auf 3 oder 4 andere Personen. Wie gesagt, es brach die Hölle los. Die Sicherheitsleute kamen und eröffneten das Feuer. Aber Mr. Carter schoss einfach immer weiter und schleuderte Menschen durch die Luft. Irgendwann hatten die Sicherheitsleute ihn dann endlich erledigt. Wir alle dachten, sie hätten einen Mann getötet, der einfach Amok gelaufen war. Und er lag auch da wie ein Toter. Verrückter. Es war schrecklich. Aber dann sahen wir da Plastik und das Metall, das wir noch eines der früheren Synth-Modelle und uns war klar, dass er gar kein Mensch gewesen war. Da wussten wir es. Das Institut war nicht nur da draußen, es war jetzt überall unter uns. Niemand fand je heraus, weshalb der Synth, den wir als Mr. Carter kennen, all die Menschen getötet hatte. Einige glauben, dass er irgendwie vom Institut ferngesteuert worden war. Das denke ich nämlich auch, ja. Um seine Kampfstärke zu ermitteln. Andere meinten, dass er eine Fehlfunktion hatte und eigentlich niemanden töten sollte. Diese These wird wohl den Zuckungen in seinem Gesicht gestutzt. Aber zu dieser Zeit schien das Warum kaum von Bedeutung zu sein. Viel wichtiger war, dass die Gesellschaft des Commonwealths von einer Organisation unterwandert worden war, deren Ziele und Beweggründe niemand kannte. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Dabei wurde ein Synth-Modell verwendet, das nicht einmal so fortgeschritten war, wie jene, die mittlerweile im Dienst des Instituts stehen. Was uns wieder zurück zu den Nudeln bringt. Genauer gesagt zu den Nudeln, die der Bürgermeister letzten Mittwoch gegessen hat. Genau an der Stelle, an der der Synth Mr. Carter durchgedreht ist. Das ist echt gemein, wenn das so zerknittert ist, ne? Das kann man manchmal gar nicht gut lesen. Und mehrere Menschen getötet hat. Nachdem er über Stunden eine Erfahrung geteilt hatte, von der die Bewohner Diamond City glaubten, es sei Menschen vorbehalten. Sie haben sich geirrt. Nun tun wir das auch. Okay, passt.
Halleluja, das war jetzt echt... Das war jetzt viel. So, das ist, glaube ich, eh nochmal dasselbe, ne? Also, das können wir auch mitnehmen. Fein. Boah, das ist jetzt schlimm. Überlänge, es tut mir leid. Aber jetzt war der Text so unerwartet lang. Aber ich möchte es doch gerne, ehrlich gesagt, mitnehmen und lesen. Und überhaupt, auch wenn ich das nicht ganz so hundertprozentig perfekt kann, das macht doch nichts. Nobody is perfect. Also, Rattengift, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Für den Fall, dass wir einen Nachbarn nicht mehr leiden können. Nein, Spaß, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Na gut, dann nehme ich jetzt nicht alles mit. Passt schon mal. Also gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!